So, weiter geht's mit unserem Feuerwehr-Heini. So, wir müssen heute auf jeden Fall versuchen, wieder ein paar Punkte zu sammeln. Das hat ja auch in der letzten Folge nicht so gut ganz geklappt. Im letzten Versuch, sagen wir es mal so. Mal gucken, was jetzt machbar ist. Wir müssen unser Auto auf jeden Fall erstmal wieder sauber machen, wahrscheinlich. So. So. Na komm. So, die Frage ist, was ist das für eine Maschine? Ist das irgendwie... Sauber. So. Das sieht doch wieder halt wie so ein Feuerwehrauto aus. So. Gut, gucken wir mal, was wir heute kriegen. Wir brauchen 350 Punkte oder 400 Punkte. Ups. Ja. So, was heißt das abwarten? Hat man noch irgendwie einen Einsatz bekommen? Das hier ist. So, dann fahren wir hier mal eine Runde. Chemiewerk. Gut, dass wir gerade daneben sind. Gut, dass wir da gerade daneben sind.
perfekt. Erste schon geschafft. So, zwei Sätze brauchen wir noch. So, das, was ich jetzt noch machen wollte, schnell war eigentlich tanken. Einmal vormachen, bitte. Jawohl. Schon wieder? Aber wer fackelt denn da bei dem scheiß Chemiewerk die ganze Zeit rum? Ist ja nicht so, dass wir da gerade herkommen. Diesmal ein bisschen weiter drin. Ah, hier. Ich muss was nachgucken. Es gibt keine. Okay. Wie mache ich das mit diesem komischen.
Und So, kann ich jetzt irgendwas machen, wenn ich die Karre jetzt versenke? Meine Schicht ist verwendet. Ich habe ja die Punkte gesaved, oder nicht? Hier kann ich speichern. Ich muss die Karre versenken, damit ich speichern kann. Welch eine Überraschung. Uiuiuiui. So, gucken wir mal, ob wir jetzt befördert wurden. So, darf ich jetzt noch ins Fahrzeug fahren? Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur diese Trophäe noch haben. So. Ich glaube, befördert wurden wir noch nicht durch die... Wundere mich, dass wir nicht befördert wurden.
gucken, ob wir noch einen Einsatz bekommen. Gelände des Schrottplatzes. Was? Ach, austretende Flüssigkeit, okay. Mal wieder, ich muss mich jetzt mal also orientieren, wo das Ding ist. Hier. So. So. Okay, gefahrenlos. Gut, das ist gut. Das heißt, zur Wegkatzenbrücke, die steht nämlich hier auf der Straße, Gott sei Dank, diesmal.
Hier steht sie diesmal. Hey. So. Gut, dann können wir den Einsatz beenden, wenn wir das Ding einfach zurückbringen. Oh. So. 250 Punkte. Dann fahren wir mal zurück zur Wache. Schon wieder. Ich weiß nicht, wo wir da gerade herkommen. Schon wieder, ey, wir haben das Ding gerade weggeräumt, ne? Weißt du? Gut, so ist es richtig. Mal wieder ein Flüssigkeitsbehälter. So. Fahrbrist, okay. Nichts Dramatisches. So, nehmen wir da mal die komische Pumpe da.
So. Super. So, dass ich wieder gleich melde vom Schrottplatz kommt, dass wieder irgendwie was ausgelaufen ist, weil immer hin und her den gleichen Scheiß will ich auch nicht machen. Zurück. Ach so, sein ist wahrscheinlich Ablendlicht und sein ist Fernlicht. Keine Ahnung. So. Ja. Gut. Gut, dann ist hier jetzt hoffentlich Feierabend. Kann ich nicht hier irgendwie den Einsatz abgeben, zum Brandmeister gehen und sagen, okay, ich bin fertig hier oder was? Ja, mir fehlt hier so ein bisschen die Liebe in dem Spiel. Achso, das Kaffee, okay. Blum. Frage ist, wann geht das, die Schicht zu Ende ist? Erst um 12 oder wo? Schon wieder.
Im alten Chemiewerk, oder war das? Ja, fehlt mir ein bisschen die Abwechslung drin. Ich würde jetzt gerne mal. Bevor der Wehrmann an das Fahrzeug kriegt, hätte ich immer das Gleiche machen müssen. Ah, da hinten. Ist wieder ein Fass mal wieder. So. Und die Probe haben wir. Die Frage ist, ob das immer nur irgendwelche Farbreste oder Verdünner oder was auch immer das ist. Oder ob das auch irgendwann mal. Was bedrohlich ist es. So, gehen wir mal rein. Gucken, was es ist. Okay. Na, Hauptsache, ich stehe aber 5 Kilometer weg, ey. Ist der Wechsellader. Okay. Und ich muss die 1000 Punkte wirklich zusammenkriegen, um die Schicht so mitzuwenden. Das kann natürlich auch sein. So. Boah, das muss hier voll ewig weit laufen, ey. Und wieder zurückrennen. Aber ich muss trotzdem sagen, das Spiel ist in der Regel tatsächlich sehr langweilig dargestellt. Immer das gleiche, die gleiche Wiederholung und alles drum und dran. Muss jetzt dreimal hintereinander hier diesen Chemieunfall hier machen. Gut. Und somit kommen wir auch zurück. 750 Punkte. Aber ich glaube wirklich, dass wir die 1000 Punkte voll machen müssen.